Da bin ich wieder, Angie von One Kitchen. Und jetzt seht ihr hier vor mir die aktuellen Vitamix-Modelle. Und damit wir mal verstehen, was die Unterschiede sind, will ich euch das kurz übermitteln. Also E310, das ist der kleine hier, hat einen 1,4 Liter Becher, hat einen Stößel, damit ihr powern könnt, hat 2 PS, hat eine Mega-Leistung, ihr könnt also Grün-Smoothie-Suppe, alles damit machen, hat wenig Schnickschnack, das heißt keine Programme, ihr müsst selber wissen, wann euer Smoothie fertig ist, ihr macht ihn an, ihr macht ihn aus, wenn das Ergebnis passt und ihr habt eine Pulstaste, damit ihr schnell mal was irgendwie zerkleinern könnt. Gibt es in schwarz, passt überall und ihr könnt später nochmal einen größeren Becher dazu kaufen oder eben auch einen Trockenbehälter. Das ist möglich, ihr habt Optionen. Kommen wir zu den Essent-Modellen. Da gibt es drei verschiedene Varianten. Essent 2300i, das ist der hier. Bei dem habt ihr das Allerwichtigste, was diese Becher ausmacht, ist diese Self-Detect-Technology. Das bedeutet, der erkennt euren Becher. Wenn ich den anmache... an. Es geht manchmal ein bisschen schwer, wenn man nicht gucken kann, aber seht ihr, ich mache ihn an, ich nehme den Becher ab und er geht aus. Der hat eine Bremse eingebaut. Die hier haben eine Bremse eingebaut. Das heißt, ihr könnt euch nicht mehr verletzen oder es kann nichts schief gehen. Genauso, wenn er läuft und ich nehme den, mache den Deckel auf, genau das gleiche seht ihr. Nach 1,5 Sekunden steht das Messer. Ja? Also das ist eine super Safety. Und noch dazu kommt, dass er eine Bechererkennung hat. Und das bedeutet, ihr, im Lieferumfang habt ihr bei diesem Modell immer einen 2 Liter Tritan BPA-freien Bechercontainer dabei. Und natürlich den Stößel, damit ihr Pestos und Pizzateig und so ins Messer arbeiten könnt. Und jetzt kommt, ihr habt also eben dann noch die Möglichkeit, euch diese kleinen Container mit dem Messer dazu zu kaufen, wo ihr dann immer gleich ganz schnell kleines Pesto, kleinen Dip oder eben einfach die kleinere Menge machen könnt. Und jetzt erkennt er, wenn ihr jetzt sagt, hier zum Beispiel bei dem Essent 2500i, der hier, ihr nehmt das Suppenprogramm, dann würde der Mixer erkennen, nee, Suppe in dem Becher geht nicht, das funktioniert nicht, weil dafür braucht er ein Ventil und das Ventil, Lüftungsventil habt ihr praktisch hier, hier sind so kleine Belüftungsschlitze, bei Temperatur braucht man das eben, dann wird er merken, bevor hier was passiert, funktioniere ich lieber gar nicht, also der passt auf euch auf. Das ist also ein sehr schlauer Mixer. 10 Jahre Garantie. Gibt es den hier mit 3 Programmen, Essent 2500i gibt es mit 4 Farben und 3 Programmen, also ihr habt ein Smoothie und ein Suppenprogramm und ein Eisprogramm und natürlich auch immer wieder die Pulstaste, die man braucht für eine kleine Menge Parmesan, Eiswürfel oder sowas. Ja, das ist dieses Modell hier und dann gehen wir nochmal weiter zum Essent 3500i, das ist der hier. Der kommt in Edelstahl und der hat jetzt nochmal ein Touchscreen. Wenn ihr hier guckt, seht ihr, aha, okay, ich kann hier also die Zeit eingeben und habe also per Touch eben die Möglichkeit, die Sekunden einzustellen. Und ich habe 5 Programme bei dem. Der hat nochmal ein extra Spülprogramm, wo er sich so richtig unter den Deckel schiebt und euren Becher dann sauber macht. Und natürlich auch ein Eisprogramm, ein Smoothieprogramm, ein Suppenprogramm und eben dieses Putzprogramm und auch wieder die Pulstaste, ist klar. 2,3 PS haben diese Essent-Modelle. Ja, ich glaube, ich habe erstmal alles gesagt. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend, ganz viel Infos, aber ich glaube, so kann man erstmal ein bisschen verstehen, wie die Unterschiede sind. Bei dem hier eben, also bei diesen Modellen eben hohe Garantieleistung, 10 Jahre eben. Keine Programme, 3 Programme, 5 Programme. Der hat einen Touch, den gibt es in Edelstahl. Den hier in 4 Farben. Den hier gibt es auch in 4 Farben, aber eben ohne die Programme. Und das kleine süße Baby hier, 1,4 Liter, Einstiegspreis. Keine Programme, trotzdem Mega Power. Ja, ich glaube, jetzt wisst ihr mehr. Ich hoffe.